So, haben wir alles? Der Wein noch. Ah ja, stimmt. Oh nee. Was ist denn? Ja, Laura hat gerade abgesagt. Ach echt? Ja. Voll blöd. Voll blöd. Aber dein Kollege kommt noch, oder? Ja, eigentlich schon, aber vielleicht sollten wir das dann lieber verschieben. Hä, nein, wieso? Lisa. Lisa. Hm? Er weiß nicht, dass wir zusammen sind. Das ist nicht dein Ernst. Hey! Bitte. Hi! Hi. Für dich. Danke. Ja, Lisa, das ist Toni. Toni, Lisa, meine Schwester. Ich gehe meine Vase holen. Ja gut, setz dich doch schon mal. Willst du was trinken? Ja, gern. Beate, die Schrulle, hat ihre Schlüssel schon wieder vergessen. Musste zurück ins Büro. Ja, typisch Beate. Ja. Prost. Schön. Ja, wollen wir was essen oder erstmal eine Runde spielen? Also, ich bin fürs Spielen. Okay, was denn? Wie wär's mit Wahrheit oder Pflicht? Netter Scherz. Wie wär's erstmal mit einer Runde Uno? Ja, cool. Schön habt ihr's hier. Und ihr arbeitet zusammen? Ja. Bin vor 3 Monaten nach Hamburg gezogen. Gefällt mir gut. Ich hab ja tolle Kollegen. Ja, aber Toni hat doch echt Ahnung von dem, was er tut. Und die Assistenzstelle wird bald frei. Ah ja, ach so. Und Lexi ist schon echt cool. Finde ich auch. Gut, ich fange an. Aussetzen. Hab auch mal mit meinem Bruder gewohnt. Lief nicht so gut. Und bei euch? Ja, Lexi, erzähl mal, wie ist das so, mit deiner Schwester zusammen zu wohnen? Ja, erzähl mal. Ja, ist super. Ist gut. Gut. Super. Gut. Mehr nicht? Wie ist es so mit Lexi? Mega cool. Problem ist, sie verdreht halt gerne mal die Wahrheit. Ist das dann eigentlich auch schon Lügen? 2 ziehen. Wie meinst du das? Verdreht die Wahrheit? Ja, jeder hat doch schon mal eine Notlüge erzählt. Und außerdem, im Schnitt lügt jeder Mensch 20 Mal am Tag. Richtungswechsel. Und was ist mit dir? Lügst du auch so viel? Kommt drauf an, was als Lüge zählt. Wenn man auf die Frage, wie es einem geht, mit gut antwortet, obwohl es nicht so ist, das ist doch keine Lüge. Uno. Uno, Uno. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Lexi, das finde ich echt richtig scheiße von dir. Meine Schwester kann nicht so gut verlieren. Die ist sehr ehrgeizig. Ja, da sind wir uns wohl ähnlich. Meine Schwester will Karriere machen. Die sucht immer nach Möglichkeiten, um in der Firma aufzusteigen. Meinst du nicht, dass es langsam reicht? Nee, meine ich nicht. Hey Mädels, was ist denn los? Ist doch alles cool. Nee, meine Schwester weiß manchmal einfach nicht, wann Schluss ist. Ist das gerade dein Scheiß ernst? Was denn? Okay, willst du oder soll ich? Lisa, bitte. Pass auf, wir sind keine Schwestern, das ist dir schon klar, oder? Cousin. Nee, wir sind auch keine Cousinen. Willst du immer noch nichts dazu sagen? Lisa. Also, wir sind seit 3 Jahren zusammen und das hier ist unsere gemeinsame Wohnung. Aber sie glaubt halt, dass sie das niemandem sagen kann, weil sie denkt, dass sie als Frau mit Männern flirten muss, um bessere Chancen im Job zu haben. Sie wäre außerdem auch gerne deine neue Assistentin.
Prost auf gute Zusammenarbeit. Viel Spaß noch auf eurem Date. Kannst mir hinterher alles erzählen, das machen Schwestern ja so.